Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott ist eine Zuflucht für dich. Zuflucht sucht man, wenn es einem nicht gut geht. Und dieser Zufluchtsort ist immer offen für dich. Immer wenn du Angst hast, wenn du Sorgen hast, wenn du Nöte hast, kannst du diesen in Anspruch nehmen. Diese Zuflucht, die immer für dich da ist. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Ja, den Gegenwind nutzen, darüber rede ich gleich. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Den Gegenwind nutzen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man gegen den Wind segeln kann. Rein physikalisch kann ich mir das nicht vorstellen. Da kommt der Wind und ich fahre nach vorne. Und ich wollte das wirklich sehen, wie das funktioniert, weil wir waren am letzten Tag unterwegs und mussten ja das Boot wieder zurückbringen und hatten einen Tag, um von einer Insel wieder aufs Festland zu fahren. Und genau von dort kam der Wind. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie das funktioniert. Und dann wurde mir erklärt, dass man da nicht direkt fahren kann, aber man kann kreuzen. Und wenn ich jetzt das Boot nehme, dann fährt man in diese Richtung und fährt dann in diese Richtung. Und so geht es, und das nennt man kreuzen, so geht es hin und her. Es braucht seine Zeit. Es ist stürmisch, aber wir waren am Abend genau kerzengerade gegen den Wind gefahren, also am Ziel angekommen, mussten den ganzen Tag hin und her fahren, gekreuzt. Und das Kreuz kennen wir vom christlichen Glauben. Das ist auch die Lösung, wenn wir in unserem Leben Gegenwind haben. Wir brauchen aber Geduld und wir beten gerne für schönes Wetter und für Frieden auf Erden, was wir wirklich beten dürfen, aber oftmals ist es auch angesagt, dass wir dem Wind widerstehen. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Kraft. Manchmal wird man auch nass. Aber ich sage dir, gib nicht auf. Du kannst das Ziel erreichen. Und ich danke dir dafür, Herr, für jeden, der jetzt sich entscheidet, nicht aufzugeben. Danke, Herr, dass du uns ermöglicht hast, das Ziel zu erreichen. Und auch wenn der Feind uns bläst, in das Gesicht bläst und mit allem Möglichen um die Ecke kommt. Herr, danke, dass du einen Weg geschaffen hast, dass wir trotzdem das Ziel erreichen können. Amen. Amen. Ein Mann bittet um Gebet für eine Augenoperation, die ansteht. Und viele Menschen haben Probleme mit ihren Augen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Für all diese Menschen, die irgendein Problem mit den Augen haben. Jesus, ich danke dir, dass du all die Menschen kennst, die Probleme mit ihren Augen haben. Und ganz besonders auch diesen Mann, der eine Operation vor sich hat. Und ich danke dir, dass du all die Augen berührst und dass du jetzt deine Hand auf diese Augen legst. Und dass ein Heilungsstrom davon ausgeht. Danke, Jesus, dass du alle Augenprobleme wiederherstellst, so wie du diese Augen geschaffen hast. Alle Sehnerven, alle Hornhaut, alles, was da nicht in Ordnung sein kann, das berührst du jetzt. Danke, Jesus, jeden Tumor oder jeden Augeninnendruck oder egal, was es ist, Durchblutung oder es ist ganz egal, du weißt es, Jesus. Du kennst jede Person, die mit den Augen Probleme hat, und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom auch heute noch fließt, dass du derjenige bist, der heilt, und wir danken dir dafür, dass du auch dieses Vertrauen siehst, das die Menschen in dich haben, dass du sie wiederherstellst, so wie du sie geschaffen hast, und ich danke dir, Jesus, dass diese Augen völlig in Ordnung sind und auch dieser Mann, der geschrieben hat mit der Augenoperation, dass du ihm ganz nahe bist, dass du ihn vollkommen heilst, auch wenn es durch eine Operation sein muss, aber du heilst ihn, und ich danke dir, dass er das wirklich erleben darf und dass sein Vertrauen in dich gestärkt wird. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Ja, und eine Frau aus der Schweiz bittet für ihre ganze Familie um Gebet. Sie schreibt: Herzlichen Dank für euren wunderbaren Dienst. Bitte um Gebet für meine Familie, dass mein Mann, meine beiden Töchter und ihre Partner gerettet werden. Sie kennen Jesus noch nicht. Dass Gott ihre Herzen mit seiner Liebe berührt. Und ja, Jesus, wir danken dir, dass du das tust, dass du diese Menschen mit deiner Liebe berührst, dass sie wirklich erfahren, wer du bist, dass du zu ihren Herzen reden kannst. Und ich danke dir, dass sie wirklich deine Kraft, deine Hilfe, deine Liebe verspüren dürfen und erfahren und dass sie auch merken, dass es ohne dich nicht geht. Danke, Jesus. Und auch all diese anderen, ja, Verwandten oder Familienmitglieder oder was auch immer, wo jetzt zuhören und denken, ja, bei mir ist es genauso. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du Menschen berührst, die dich noch nicht kennen, wo schon vielleicht jahrelang gebetet wird, dass sie umkehren und dass sie dich kennenlernen. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch da Wunder tust, dass du diesen Menschen ihre Herzen auftust, damit du zu ihnen reden kannst und dass sie dich erkennen. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der das zu tun vermag, ein Gott, der Wunder tut, ein Gott, der Menschen begegnet und ein Gott, der Menschen liebt. Und ich danke dir, dass du das einfach tust. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Ja, und eine Frau bittet um Hilfe im Gebet. Nun habe ich eine ganz große Bitte an Sie. Beten Sie für mich, bitte. Mein Anliegen. Ich bin ein kaufsüchtiger Mensch. Das bringt mich immer wieder in nicht gerade besonders schöne Situationen mit meinem Mann. Mit Recht natürlich. Er kann mir nur leider nicht wirklich helfen. Herr, hilf du mir. Auch, dass ich wöchentlich nicht mehr kaufe, als ich oder wir wirklich brauchen. Ich bitte von ganzem Herzen um Befreiung meiner Sucht. Danke, Herr. Ja, da beten wir gerne. Herr, ich danke dir dafür, dass du auch wunderbar dieser Frau begegnest. Herr, dass sie wirklich ein Empfinden hat für genug, dass sie ein Empfinden hat, wo das Geld einzusetzen ist und weise einzusetzen ist. Ich danke dir dafür, Herr, dass nicht alles, was irgendwo leuchtet, Lust macht zum Mitnehmen, obwohl man es nicht braucht. Ich danke dir, Herr, dass in den ganzen Kopf, in das ganze Denken, Herr, Ordnung hineinkommt. Herr, deine himmlische Ordnung, deine himmlische Vernunft, Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass diese Frau es selbst sieht und Herr, danke, dass das schon der erste Schritt ist, Herr, für eine Berührung. Und Herr, lass sie wirklich weise vorwärts gehen und Herr, wirklich auch Freude daran haben, wenn das Geld übrig ist, das sie sonst unnötig ausgegeben hat. Danke, Herr. Amen. Amen. Und er spricht wirklich eine große Not heraus und Jesus befreit. Amen. Folgendes Gebetsanliegen erhielten wir per E-Mail. Bitte betet für mich um Heilung wegen meinen Wirbelsäuleblockierungen und den damit verbundenen Schmerzen. Oh ja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir in deinem Namen, Herr, wirklich Freiheit der Blockierung hineinsprechen dürfen. Herr, dass die ganzen Wirbel, die ganzen Bandscheiben, die ganzen Nerven, alles wieder den Platz einnimmt, wo es hingehört und auch eine Entspannung reinkommt, eine Leichtigkeit, ein Durchströmen auch der ganzen Nervenbahnen, Herr. Der ganze chemische Haushalt, Herr, dieser ganzen Wirbelsäule. Herr, ich danke dir dafür, dass wir deine himmlische Ordnung und deine Schöpfungsordnung in diese Wirbelsäule hineinrufen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gebetserhörungen.
versteckte Enttäuschungen, Befreiung erlebt, schreibt uns eine Frau. Ganz herzlichen Dank für die Zusendung des Magazins. Ich habe durch den Artikel Versteckte Enttäuschungen vom März 2021 Befreiung erlebt. Ich hatte mich von wichtigen Dingen ablenken lassen, die schon längst nicht mehr zu meinem Leben gehörten. Erst als mein Blick auf Ihren Artikel fiel, ging mir ein Licht auf. Das war genau mein Problem. Versteckte Enttäuschungen. Sie raubten mir alle Energie, meinen Frieden und die Fähigkeit zu einem Heiligungsleben. Jetzt war die Diagnose messerscharf gestellt und die Therapie gleich mit im Gepäck. Gott hat Maßarbeit geleistet. Jeder Satz erschien für mich geschrieben. Mein Staunen und mein Dank gilt dem Herrn und auch Ihnen. Gott hat diesen Artikel gebraucht und hat mich befreit. Wie wunderbar. Und aus den neuen Bundesländern kam dieses Zeugnis. Ich bat euch vorletzte Woche um Gebet für eine Arbeitsstelle für meine Schwiegertochter. Ihre Probezeit ging gerade zu Ende. Ihr wurde ein weiteres Quartal angeboten und dann soll weiter entschieden werden. Wir danken für eure Gebete in dieser schwierigen Lage. Ja, und es hat funktioniert, schreibt eine Frau aus Bayern. Seit meiner Israel-Reise fühle ich mich zum Missionswerk zugehörig. Seither hat sich in meinem Leben so viel verändert. Ich rede von meinem Glauben mehr als früher. Ich werde gefragt, woher ich Kraft, Frieden und Freude nehme, die ich ausstrahle. Und meine Gebetserhörungen. Meine zwei erwachsenen Söhne und ich sind von Corona im November 2020 geheilt worden. Im Januar 2021 hatte ich für eine Freundin beten lassen. Sie hatte eine Unterleibs-OP mit Krebs. Die OP verlief gut. Der Krebs konnte beseitigt werden und sie braucht keine Nachbehandlungen. Im Februar habe ich selbst nach zwei Gottesdiensten Heilung erfahren, ohne dafür gebetet zu haben. Beim Gottesdienst bittere Kräuter, abgeben ans Kreuz, es hat funktioniert. Gottes Geist war ganz stark dabei. Auch die Gebete für meine Enkelin und ihre Familie wurden erhört. Sie und ihr Papa waren beim Corona-Test negativ, obwohl sie im Kindergarten und im Büro Kontakt zu Erkrankten hatten. Danke für alle eure Sendungen, Gottesdienste, Gebete und für das Magazin. Es funktioniert wirklich, Gottes Wort umzusetzen und es verändert Leben. Wie wunderbar. Hat es auch bei dir schon funktioniert? Gesagt, ja, ich weiß da was. Dann lass es uns wissen. Lass es uns wissen, die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, das Ziel erreichen. Mit dem Wind oder gegen den Wind. Was tust du, um gegen den Wind das Ziel zu erreichen? Wartest du einfach ab? Betest du, Gott hilf mir und lass alles rennen? Was tust du wirklich, um gegen den Wind das Ziel zu erreichen? Nimm dir etwas Zeit. Schreib's dir auf, weil es ist immer wichtig, wir machen uns Gedanken. Wenn wir uns Gedanken machen, dass wir es aufschreiben, dann verinnerlichen wir es viel, viel mehr. Das ist wichtig, auch zu widerstehen, so manchem zu widerstehen, damit wir das Ziel erreichen. Wir beten für dich, wenn du möchtest. Schick uns dein Anliegen oder heute am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir beten auch gerne für dich, wenn du beim Gottesdienst vorbeikommst in die Christuskathedrale. Sonntag um 10 Uhr sind wir wieder da und wir sind natürlich auch im Livestream, auch in YouTube zu empfangen über das Internet. Und gegen den Wind zu segeln, gegen den Wind anzugehen, ist nicht das ein Segelbuch, sondern das ist sozusagen ein geistliches Segelbuch, wie du gegen den Wind wirklich am Ziel ankommst. Bestell es in unserem Shop. Kommt Ihnen Ihr Leben manchmal vor wie ein Boot, das vom Wind hin und her getrieben wird? Dann ist es an der Zeit, das Ruder in die Hand zu nehmen. Du bist der Steuermann deines Lebens. Nicht der Wind, nicht die Wellen, sondern du bestimmst, wo es hingeht. Inspiriert von einem Segeltörn hat Daniel Müller das Buch Bleib auf Kurs geschrieben. Entdecken Sie, was man beim Segeln über Gott und das Leben lernen kann.
und erfahren Sie, wie Ihre Umstände nicht die Richtung Ihres Lebens bestimmen müssen. Einfach und klar, tief und verändernd. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter missionswerk.de oder unter 0800 240 44 70. Sei gesegnet und bis bald. Alles Gute, der Herr sei mit dir. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.